Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen. Ich bin euer Theo und das ist eine weitere Ausgabe von Schwarz-Weiß. In diesem Video wollen wir uns das Musical Die Frau in Weiß, The Woman in White von Andrew Lloyd Webber etwas genauer ansehen. In diesem Sinne, bleibt dran. Für mich war es nicht die erste Produktion von Andrew Lloyd Webber, die ich live auf der Bühne mit ansehen durfte. Nach Phantom der Oper, Love Never Dies, Evita ist Die Frau in Weiß, The Woman in White, ein weiteres Musical von Andrew Lloyd Webber, das es schafft, einen im Theatersessel zu fesseln und für einen schönen, wunderbaren Musicalabend sorgt. Ich hatte das Vergnügen, letztes Wochenende im Musical Frühling in Munden das Stück live auf der Bühne zu sehen. Mit Karin Filipczyk in der Hauptrolle, Rob Fowler, Dennis Kozelow und vielen weiteren exzellenten Darstellern und Darstellerinnen. Und das möchte ich explizit hervorheben. Nicht nur das Theater in Munden ist ein wunderbares Musical-Theater, eine wunderbare, eine wunderschöne, traditionsreiche Bühne und somit perfekt für schöne Musical-Abende, sondern auch der Cast war exzellent. Es passte einfach von Anfang bis Ende. Die Darsteller, die Inszenierung war toll. Die Musik von Andrew Lloyd Webber ist sicher gewöhnungsbedürftig und nicht für jeden etwas, aber trotzdem absolut zu empfehlen. Worum geht es? Es ist eine Kriminalgeschichte aus Großbritannien. Es ist ein leichter, spannender Krimi mit emotionsgeladener und tiefgründiger Musik und Gesangseinlagen. Einzig und allein die nicht allzu abwechslungsreiche Komposition von Andrew Lloyd Webber könnte ich negativ kommentieren. Es war für mich für ein Top 3 Musical oder Top 5 Musical zu wenig abwechslungsreich. Es war fast schon in Richtung Oper, dramatisch, düster, teilweise schon gruselig, aber es hat perfekt Spannung aufgebaut. Es hat einen förmlich auf die Bühne hinzugezogen. Und wenn ein Stück, wenn ein Musical, wenn die Darsteller genau dies erreichen, dann funktioniert das Konzept wunderbar. Das Bühnenbild hätte auch eine Spur abwechslungsreicher sein können. Es war zu sehr auf den Titel fokussiert, The Woman in White, die Frau in Weiß, spiegelt sich auch im Bühnenbild zu sehr wider. Es war zu sehr nur der Kontrast zwischen Weiß und Schwarz. In diesem Bühnenbild war es grau. Grau, unterbrochen von hellen, weißen, braunen, hellbraunen Tönen durch LED-Einspielungen, durch LED-Content und aufgebrochen durch auch braune, dunkelviolette Kostüme. Ansonsten ist der komplette Farbtenor des Stückes mit Grautönen, Weiß und Schwarz dann aber auch schon erschöpft. Natürlich haben wir die eine oder andere Dekoration wie Tische oder Sessel, die auch in Braun auf der Bühne zu sehen sind, aber alles in allem ist es doch ein sehr düsteres und dunkles Bühnenbild. Was natürlich zu der Inszenierung und zu der Musik und zu dem Stück passt, aber auf der anderen Seite über die Dauer von 2,5 Stunden
dem Zuseher nicht wirklich Abwechslung beschert. Es war klassisch eine Guckkastenbühne. Es war klassisch mehrere Ebenen, zwei, drei Spielebenen. Die Inszenierung des Regisseurs war simpel und teilweise hatte man das Gefühl, nicht jeder Darsteller weiß zu jeder Zeit, warum er auf der Bühne steht. Das mag auch eine Spur weit daran liegen, dass die Vorlage von Weber nicht mehr hergibt. Das mag aber auch eine Spur weit an der Kreativität des Regisseurs liegen. Das muss jeder für sich selbst, finde ich, in einer Vorstellung interpretieren und herausfinden. Ich kann und will jedem Interessenten, jeden Fan von der Musik von Andrew Lloyd Webber dieses Stück recht herzlich ans Herz legen und empfehlen. Wenn er es nicht schafft, noch in Gmunden anzusehen, dann keine Panik, es wird in St. Gallen wieder zu sehen sein. Wenn ihr das Stück schon gesehen habt, würde mich in den Kommentaren sehr interessieren, wie es auf euch gewirkt hat. Wie fandet ihr die Darstellung von Karin Filipczyk? Ich mache einen Kniefall vor dieser Darstellung, vor dieser Interpretation. Mich hat das Schauspiel und der Gesang so emotional berührt und so mitgerissen, dass ich jetzt immer noch davon schwärme. Schaut es euch an, macht euch einen wunderschönen Abend in Gmunden, geht im Restaurant Schwan etwas essen vor der Vorstellung, gönnt euch während des Musicals ein Gläschen Sekt an der Theaterbar und genießt einen schönen Abend mit Andrew Lloyd Webbers The Woman in White. Wenn euch dieses Video gefallen hat, wenn ihr mehr über Musicals erfahren wollt, abonniert gerne den Kanal. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst gerne ein Like, einen Daumen nach oben da. Das würde den Kanal und mich sehr unterstützen und für euch wäre es nur ein oder zwei kleine Klicks. In diesem Sinne, danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.